tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's messing me. Jo, moin, hier ist wieder eure Shisha-Küche mit Henne und Leo. Genau, Freunde, wir haben heute was super geiles am Start, ja. Wie man im Videotitel eh schon gesehen hat oder auch schon im Thumbnail, keine Ahnung. Auf jeden Fall holen wir mal den Karton ran. Einmal das traumhafte Teil. Und dann noch ein bisschen Kleinkram, Tabak und so. Ja, genau, ein paar bisschen Zubehörsachen, ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Auspacken, ja? Wir sind auch gespannt, wir haben noch nicht reingeguckt. Noch alles verpackt, richtig schön. Und ja, ich würde sagen, du schneidest auf, oder? Ja. Karton ist offen, mit Schwierigkeiten, aber läuft es gut. So. Ja, andersrum. So, Freunde, wir kommen jetzt mal einfach den Karton aufgemacht, abgenommen. Wie man sieht, hier schöner Kohleteller, Adapter und so weiter. Hier nochmal von oben. Boah, hier Rosshäule noch. Genau, schön zum Auseinanderschrauben, auch sehr nice. Das Taucher auch. Diffuser, alles dabei. Diffuser, alles dabei, jawohl. Und die schöne Bowl. Also so sieht der Karton aus, wenn man öffnet von der Hooker-Kartell. Hier nochmal die Verpackung von der Seite, beziehungsweise von hier. Ja, wie wir gesehen haben, ihr müsst den am besten seitlich aufmachen. Man zieht das dann so raus. Und hat dann hier die schönen Teile alle. Genau, Freunde. Weiter geht's. So, ich würde sagen, als erstes nehmen wir die Bay raus. Base? Die Bay. Die Bowl. Die Base, warum sage ich die Base? Kann schon immer schwächen, wegen Leute geguckt. Ich würde sagen, zuerst nehmen wir die Bowl raus. Ich nehme mir die mal. Ist schön massiv. Echt geil. Das Glas, ich hätte es irgendwie anders in Erinnerung, aber ist geil. Ist geil. Schön clear. Die Gläschen sind jetzt erstmal nicht am Start oder ganz wenig vielleicht. Können wir schauen. Hier ist, da ist ein bisschen was. Ja, aber komm, ey. Kommt Wasser rein, man sieht eh nichts. Sieht nice aus, schön verarbeitet. Zusammen. Genau, dann nimm du mal weiter raus. Ich weiß nicht. Nur erstmal hier die Base, würde ich sagen. Jo, auch schön massiv. Verarbeitung gut. Nichts drin. Ich denke mal, die Gewinde laufen nicht perfekt. Ich glaube auch echt nicht scharf oder so, ne? Nee, ich weiß, ist alles in gewartet. Ja. Kann man nicht schneiden, also muss man sich schon schneiden wollen. Ja, ist schön, richtig schön. Also auch echt, ne? Massiv. Ja, schön schwer. So, willst du die aber Rauchsäule oder das war die Rauchsäule? Genau, Rauchsäule. Das ist halt hier. Sind Schraubsystem. Genau, zwei dünnere und ein wirklich dickes. Aber sind eh auch richtig schön. Auch gut zu schrauben jetzt, wie ich sehe. Oder merke. Lass dich gut schrauben. Ich nehme mir schon mal das Tauchrohr. So, das kann man auch richtig schön zusammenschrauben. Zack. Einmal festziehen. Schön fest. Kann man auch gut wieder lösen. Super, so muss das sein. Zack. Jawohl. Kann man auf beiden Seiten schrauben. Ist ja klar, der Diffuser kommt noch dran. Der ist hier. Den schraube ich einfach mal ran. Auch eine schöne Dichtung noch dran. Super, einfach top. Also, wird schon, die Gewinde laufen super, quietscht nichts, alles ist perfekt. Und können wir zusammenfüllen? Genau, Leo führt das jetzt zusammen. Sehr nice. Was haben wir hier? So, hier haben wir die. Sieht geil aus. Genau, sieht schon mal geil aus. Oh, hat auch eine gute Größe, finde ich. Also, sehr, sehr nice. So, was wollen wir dran bauen? Erstmal reinstecken oder? Wie ich sagen, erstmal reinstecken. Komm her. So, die stecken wir rein und dann ist es auch wieder. Ja. Festdrehen. Ja, schön. So, was kommt dann? Dann kommen die Schlauchanschlüsse, würde ich sagen. Jo.
Auf jeden Fall. Genau, auch mit Schliff. Kugel ist schon drin, sind schon zusammengeschraubt. Man kann sie ja auch noch auseinander. Die würde ich jetzt einfach mal reindrehen. Eins. In der Schliffadapter braucht man nicht mehr, keine Dichtung mehr. Kann man zusammenstecken. Die Dollen muss man nicht festmachen. So, dass du schön dran bist, würde ich sagen. Jetzt kann man Schliffadapter einfach reinstecken. Hier kommt der Schlauch dran und dann kann man so auch easy wieder rausziehen. Wir gehen hier rein, das ist locker so. Ja. So, aber gehen ganz locker rein. Und Nummer 4. Dann haben wir hier noch den Kohleteiler. So. Haben wir hier den Kohleteiler, jawohl. Oh, ich sehe gerade Dichtung. Schöne Kopfdichtung hier. Ja. Hier ist noch. Ist das der Schliff? Das ist der Schliff. Das ist der Schliff, genau. Sauber. Wir haben übrigens auch einen Molassefänger bestellt. Der ist leider noch nicht angekommen. Den werden wir euch dann im nächsten Video mal präsentieren. Einzeln. Der ist auch sehr nice. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich finde es auch gut. Es gibt Versionen, da steht hier Armageddon drauf. Aber die ist clear. Das ist geiler, finde ich. So muss ich sagen. Ich habe die Fahrt jetzt in der Hand. Hat ein schönes Gewicht, aber das ist auch sauber, weil die wird perfekt stehen. Also hier fällt nichts um. Edelstahl, kein Aluminium. Genau, schön aus Edelstahl die Pfeife. Eine massive Bohr, ich glaube, da müssen wir nochmal festziehen. Guck mal. Es wackelt ein bisschen, aber ziehen wir gleich nochmal fest. Ja, sauber. So, Freunde, ich habe eben gesagt, wir lassen den Schliff weg, aber haben jetzt nochmal geschaut, es ist doch geiler, wenn man den dran macht. Ist ja ganz klar. Ist jetzt hier oben dran. Da, wie gesagt, könnte jetzt der Molassefänger zwischen 18-8er Schliff. Sehr nice. Muss immer aufpassen, dass man vielleicht noch die Schliffschoner reinmacht, weil sonst der Molassefänger auseinandergesprengt werden kann vom Metall. Ja, aber ansonsten ist eigentlich ganz gut. Muss halt aufpassen hier mit dem Schliff. Der war jetzt noch zusammengeschraubt. Da muss man erstmal ein bisschen gucken, dass man den Schliffadapter erst noch auseinanderschrauben muss. Ja. Dass man, ja, wie schon überlegt, was, wie soll man das jetzt machen? Aber der ist einfach noch zusammengeschraubt. Den muss man auseinanderschrauben, dann klappt das alles gut. Genau. Mhm. Alles klar, Freunde, würde ich sagen. Wir sehen uns beim Anrauchen wieder. Thank you.
So, Freunde, ihr habt jetzt ein paar Eindrücke sehen können. Hoffe ich mal, dass das ganz nice war. Ja, ein paar Nahaufnahmen waren dabei und so weiter und so fort. In dem zweiten Paket, das haben wir geöffnet, da war ein schöner Glaskopf drin, ein Glasi-Set von Amy. Den werden wir euch in einem anderen Video vorstellen. Und natürlich auch den Tabak, mit dem wir heute rauchen. Von True Passion Regulator. Genau. Spaghetti-Eis, also Erdbeer-Eiscreme, ist eigentlich so ganz lecker, wenn man es ein bisschen angeraucht. Schon ganz geil. Ja, wir rauchen mit einem 7 Days on Fire Kopf und 3 Coco Green Kohlen. Ja, läuft, würde ich sagen. Genau, alles in der Infobox. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal reinschauen und euch die Produkte auch nochmal genauer ansehen. Kann ich nur empfehlen. Wir rauchen jetzt noch weiter ein bisschen an und ja, guten Rauch, Freunde. Ja, Freunde, der Kopf ist jetzt an. Und Pfeife sind wir eigentlich zufrieden mit so. Auf jeden Fall, top Dinge, muss ich sagen. Und Durchzug ist auch ziemlich gut. Wir müssen nochmal gucken mit dem Wasser. Das ist ja beim ersten Mal ein bisschen schwierig. Könnt vielleicht noch ein bisschen weniger rein. Dann ist halt besser. Diffuser, ja, ist halt jetzt nicht wie bei einer Skyline, man hört gar nichts mehr, aber schon mal einiges leiser. Genau, ist schon ganz gut. Feinjustierung mit dem Wasser müssen wir noch ein bisschen hinbekommen, aber der Durchzug läuft auf jeden Fall. Bockt sehr jetzt hier zu rauchen. Genau. Ja, Freunde, wir haben die Pfeife jetzt für 199, also 200 Euro gekauft. Ist auch oft im Angebot. Ich habe sie leider nicht im Angebot bekommen, aber ist egal, Jungs. 200 Euro die Pfeife. Von der Größe sind es 67 cm. Müssten jetzt sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr sein wegen dem Schliffadapter. Und dann kommt auch noch der Molassefänger drauf, dann sind wir, was sind wir dann? Da sind wir fast bei 90 cm, meine ich. Ist eine gute Größe, finde ich ganz nice. Man kann die einzelnen Rauchsäulenteile auch noch abschrauben, das heißt, wir könnten auch mit einem Teil nur rauchen oder mit zwei. In der Größe kann man sozusagen variieren, das ist auch sehr gut bei der Shisha. Wie ihr schon seht, wir sitzen hier drinnen im Zimmer, nicht in der Shisha-Küche, Freunde. Ja, hat einfach den Grund, wir wollten einfach mal drin rauchen, hatten jetzt gerade Bock hier. Im nächsten Video ist auf jeden Fall in der Shisha-Küche und genau. So. Macht's gut, ne? Euch schön Rauch. Macht euch ein Köpfchen an. Ja, raucht nicht zu viel. Raucht nicht zu viel, Freunde. Schwer, so. Schwere Sache, aber genau. Guten Rauch euch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr so die Vorstellung von der Armageddon jetzt fandet. Von uns auf jeden Fall Kaufempfehlung ist draußen, weil die Pfeife ist geil. Lässt sich schön rauchen. Haut einfach mal in die Kommentare, wie ihr so, ja, mit welchen Pfeifen ihr raucht. Und genau, dann wäre es das von uns. Und ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video und guten Rauch. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, 'cause that's messing me out. They telling me they know what's best.